Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ni No Kuni. Und hier gibt es jemanden, der gleich richtig auf die Fresse kriegt. Und ich hoffe, das sind nicht wir. Oh, ich glaube, das sind doch wir. Naja, hält sich trotzdem in Grenzen. Das ist halt ein Boxer. Ah, wohl, nee. Ah, doch, das war ein guter Treffer. Okay, okay. Das war vielleicht ein bisschen doof. Ja, ja, ich darf ja nichts machen. Einmal in das Hand. Der ist ziemlich fertig, wie es aussieht. Der hat es aber ganz schön gegeben. Also das war schon ein richtig guter Gegner. Der war eigentlich einer für sich nicht stärker als die anderen, aber in der Masse hat er schon drauf gehabt. Und irgendwo hier hinten soll noch einer sein. Wie gesagt, wenn es da ist, muss man es mitnehmen auf halbem Weg zur Qualmhöhe. Das kann ja überall sein. Ich habe mir was überlegt wegen diesen Kampfrobotern. Vielleicht. Vielleicht kann ich die mit. Ernsthaft? Du hast die doch nicht mehr alle. Wow, ihr seid ja was von keine Gegner. Ihr könnt wahrscheinlich zu Hunderten kommen und ich würde euch alle fertig machen. Oh, Kuchen. Früher hätte ich mich drüber gefreut, aber jetzt habe ich genug Geld, jetzt kann ich die Probleme so kaufen. Und zwar habe ich mir überlegt, kann man die vielleicht mit altem Glanz wiederherstellen? Ist das möglich? Ah, schade. Hätte sein können. Ihr spinnt. Dass es echt Charaktere gibt, die wir immer angreifen, finde ich komisch. Die machen eins an Schaden. Und ich kriege die mit zwei, drei Schlägen kaputt. Also, Die müssen auch wissen, dass sie keine Chance gegen uns haben. Oh ja, knuspriger Kopfsalat, aber das sind halt alles Sachen, die jetzt nicht mehr von Belang sind für mich, weil ich sie einfach kaufen kann. Selbst wenn sie mich ganz heimtückisch erwischen. Ist vollkommen egal. Also, ihr müsst es eigentlich noch einen Gegner irgendwo geben.
Ziehst auf halbem Weg zur Qualmhöhe. Ja, greif ruhig an. Ja, das denke ich auch. Ne, mach es meinen Spitzbogen kaputt. Ja. Könnt ihr nicht gleich alle Gegner direkt gegen mich schicken hier vor der Qualmhöhe? Wäre für mich einfacher. Nee. Muss halt alles abgucken, der kann ja überall sein. Die Magmoe selber war ja auch hier irgendwo. War die nicht hier? Weiß gerade nicht so genau, aber von daher muss ich alles abschauen. Wow. An der für sich wäre es gut, wenn die hier wirklich permanent rumrennen und alles kaputt hauen. Weil die würden endlos Geld hier scheffeln und irgendwann würden sie auch aufleveln. Ja, hau ab. Da ist es, da oben. Das ist gut, dass man die immer sieht auf diesem... so ein scheiß Kampf-Pinchauner. Als ob ich dich haben möchte. Dien mir als Nahrung, für mehr bist du nicht gut. Wenn ich dieses Vieh besiegt habe, dann kann ich tatsächlich... Ach ja, wir kriegen ja auch noch Bonuserfahrung. 10% wird sich auf Dauer wahrscheinlich auch sehr gut auswirken. Mal sehen, was das jetzt... Mist, hätte ich ausweichen können. Die Hunde können nur gerade auslaufen. Dazu bräuchte ich nicht mal die anderen. Eigentlich könnte ich wirklich sagen, hey, geh schon mal weiter, ich mach das hier noch nebenbei. Weil das ist... Das sind wirklich keine Gegner für uns. Ich werde mich dann auf jeden Fall wieder nach Alcoweit teleportieren, so. Das sieht aus wie eine Magmoiselle wieder. Bloß wahrscheinlich die nächste Stufe. Prüfen wir erstmal den hier, das Leben aus denen raus. Ich glaube, man kann gar nicht weniger als einen Schadenspunkt kriegen. Oh ja, die hat ein interessantes Dekolleté. Magma Damm, ja. Ah, die Magmo selber war damals schon nicht schlimm. Tom Pooh ist dafür da. Ja, Gunther ist ja echt toll. Über Renike? Ja, genau, jetzt sehen wir es auch mal. Gut, dann könnt ihr es auch endlich sehen. Ja, das war's mit dir. Kein Problem.
Aber was noch wichtiger ist, wir haben die Quest. Oh. Ach, was für ein Scheiß. Ach komm, lass mich doch einfach gehen. Ist voll scheiße, dass ich hier nicht reisen darf. Es nervt halt, dass die wirklich ständig angreifen. Die können wir nicht mal groß was dazu zu machen. Bin mal gespannt. Ich muss wahrscheinlich die ganzen Perlen einzeln reinbringen. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Perle für das Ding finde, für Morgenstern, werde ich höchstwahrscheinlich was richtig Geiles kriegen. Sind nicht mehr aktiv, oder? Ah, okay, das ist schön. Muss ich keine Angst mehr haben. Geplündert. Die Pyro-Pimper, tschüss. Ich könnte auch einfach mal auf Sven wechseln und den Trickschuss machen, wenn ich nochmal angegriffen werde. Da könnte ich nochmal Glimmsteine kriegen, wenn ich Glück habe. Keine Angst, ich will nicht gegen dich kämpfen. Kleines Kind mit Windel. Ich verprügel zwar vieles, aber kleine Kinder mit Windeln müssen jetzt nicht verprügeln. Aha. Selbst wenn die mich von hinten erwischen, das ist vollkommen egal. Ach ja, das war noch Zeiten, als wir gekämpft haben. Erinnert euch. Gegen die Zeit. Und dann war es gar nicht notwendig. Danke, Tröpfchen. Und zwar der letzte ist doch ganz knapp. Vielleicht wäre ich doch besser geraten, wenn ich runtergegangen wäre. Ich habe nur gedacht, der Teleporter kann jetzt nicht so weit weg sein und ja. Hier war doch was zum Runterkommen. Da. Genau. Das finde ich echt schön. Finde ich nett, dass ich dann in der Zwischenzeit wegrennen kann. So, hier darf ich ja eh nicht. Sonst muss ich mal gucken, ob ich die Aussetzlinge irgendwie klein kriege. Ich glaube zumindest, dass es Aussetzlinge waren. Ich muss aber erstmal welche finden. Was sind diese Tiger? Funkenfakire. Bei Auerblümchen weiß ich gar nicht, was die bringen. Gastiger, das schmeckt so gut. Ich finde gar keine mehr. Da sind sie.
Und dass die mich nicht anschauen. Ach oh, komm, jetzt hätte ich dich fast. Ich scheint es nur in der Umgebung zu geben. Was ist das denn für ein Vieh? Ich will da hoch, aber irgendwie geht das nicht. Oh. Vielleicht komme ich da von der anderen Seite irgendwie hin. Was sind die Lampenschirme? Da gibt es noch irgendwas Schönes. Wahrscheinlich nochmal ein Auerblümchen und da ist ein Aussetzling. Hier sind Aussetzlinge. Mondmorchel. So, drehst du dich wieder um? Ah, nicht gut genug umgedreht. Was? Das war doch ein Aussetzling, oder? Ja! Wow. Wow. Mal sehen. Das wird eine interessante Monsterjagd. Regenbogenblatt, yay! Yeah. Da ist der nächste. Ah, scheiße. Das ist echt nicht einfach mit denen, muss ich sagen. Die sind sauschnell einfach. Da ist der nächste. Den könnte ich sogar direkt konfrontieren unter Umständen. Der kann nämlich nicht weit weglaufen. Ich muss trotzdem aufpassen. Ja. Wie viel davon brauche ich? Zwei. We can do this. Nichts tun. Nichts tun. Okay. Gut. Yay! Muss die Taktik beim nächsten Mal wieder ändern. Das mag zwar jetzt funktionieren, aber gegen stärkere Gegner könnte das tödlich für mich enden. Oh, dann gehen wir nochmal nach Al-Kuwait. Vorher gehe ich noch gegen den banalen, gegen den Bananengegner, damit ich denen ihre Taktik ändern kann. Mann, ich kann die verprügeln. Ernsthaft, ich kann die verprügeln. Mega schwer gepanzerte Gegner. Oh, und ich haut einfach mit dem Zauberstab drauf. Endlich weiß ich, wie ich diesen besonderen Zauberstab einsetze. Einfach Gegner verprügeln. Yay. Ein bisschen den Biberbrüder. Kann endlich eine Pistole gebaut. Ah, jetzt weiß ich, wie die Geheimwaffe funktioniert. Geht denn nur verprügelt damit alle. Total sinnlos. Auftragsexpress. Ich habe vergessen, was du hattest. Zurückhaltung habe ich schon, nicht wahr? Auf zum Auftragsexpress. Müsste ich jetzt nämlich eigentlich genug haben. Dann gibt es immer wieder neue Sachen vor allem. Das ist das Schlimmste.
Im Gold... Ah, in Goldhain muss ich mal rein. Da war ich auch schon nicht mehr. Sechs Stück war das wert. Würde ich nochmal machen dafür. Nochmal sechs. Vor allem da, mit zwei solchen Dingern kriegst du das fast voll. Ich krieg's sogar voll. Schaurige Schlucht. Okay. Einfallsinsel. Laguna, kann ich da ihre Quest machen? Dann können wir nochmal zu den Goldhain, mal sehen, was es da gibt. Da muss ich noch irgendwo Mut herkriegen. Die Quests werden tatsächlich weniger. Also man merkt schon, es nimmt deutlich ab. So, das war jetzt aber echt nicht so einfach, weil ich... Aber nur zu blöd, was hätte ich schon viel eher machen können. Ich habe die Regenbogenblätter dabei, um die sie mich gebeten hatten. Warum auch immer ich die nicht vom Barbaren oder so gekriegt habe, aber wird schon passen. Ja, ja, sie sind perfekt, denke ich. Du hast der Modewelt einen großen Dienst erwiesen, junger Mann. Dann können sie jetzt in Badeanzug herstellen. Und ob ich das kann, ihr werdet hier mit Zeugen der Geburt eines neuen und stetig an Einfluss gewinnenden Trends. Euer Beitrag soll natürlich ebenfalls gewürdigt werden. Bitte nehmt dies zum Dank. Und wenn ihr mal eine Designerin braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Wildblumeneisbecher, oh ja, auch nicht schlecht, denke ich. Yeah. Und einen als Bonus. So, nein. Goldhain? Wirklich, die ganzen Nebenquests kriegen wir langsam. Also hier soll es Feen geben? Gibt's denn hier Feen? Ich guck noch mal kurz nach. Ja. Habe ich erledigt. Hm, ist ein Bug. Steht Auftrag abgeschlossen. Wo treffen wir wohl die Feen? Rappelsäule greifen immer noch alles an. Ich weiß nicht, wo die Feen... Halt, warte mal, die Feen müssen ja bei dem Bossgegner eigentlich sein. Verschwinde. Oh, du bist so... Die sind so blöd und rennen halt in dich rein. Tampu. Schlachte sie ab. Nee, keine Gefangenen. Stirb. Blöder Pilz. Yay! Durch den Kampf gesprungen. Also von dem Schwein kriege ich garantiert... Von dir kriege ich bestimmt Schinken, also nehme ich mal die Narzisse. Fehlschlag. Nochmal extra schießen, okay. Konnte leider nichts klauen. Vielleicht gibt es aber von solchen schwächeren Gegnern auch einfach nichts. Was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Der hat sich anscheinend irgendwo verpackt. Und hat sich dann einfach hinteleportiert. Lustige Idee.
Verschwinde. Du sollst auch verschwinden. So, die Feen müssten ja hier unten sein. Rein theoretisch. Ja, kann ich immer noch nicht öffnen. Ah! Ist er alleine hier? Scheint so. Was? Aber wir haben uns doch gerade erst im Wald ohne Wald gekümmert, Mann. Was? Was sagst du dazu, hä? Was sagst du dazu? Mann, beruhig dich, okay. Was? Tröpfchen, bist du das? Wann bist du denn zurückgekommen, Mann? Gerade eben, Mann. Olli hat einen Fluch gebrochen, den Shadow ihm verpasst hat. Was? Der kleine Männchen da? Wie sagen die Menschen nochmal? Manchmal trügt der Augenschein. Wie auch immer, Tröpfchen, ich bin froh, dass du hier bist. Ich brauche deine Hilfe. Warum? Was hast du denn schon wieder angestellt? Gar nichts, Mann. Der Wald ist es. Jawohl. Der wird nämlich mächtig schikaniert. Wir hatten gerade mal 5 Minuten Ruhe. Da kam dieser doofen Radausauen-Moment. Heuschnupfen, sorry. Die fressen uns die ganzen Pilze weg. Aber im Goldhorn gibt es doch jede Menge Pilze. Ihr könnt denen doch einfach ein paar davon abgeben. Was? Niemals, Mann. Die Monster sind unersättlich. Die verwurzen jeden einzelnen Pilz im Wald, wenn sie nicht aufgehalten werden. Klingt ziemlich übel. Was meinst du, Olli? Sollen wir helfen? Ja. Alles klar, wir werden die Monster schon irgendwie los. Was? Schick. Ah, dir ist klar, dass die echt fies sind, oder? Keine Angst, Mann. Der Olli kriegt das hin. Er hat schließlich einen großen Großfuss der Feen an seiner Seite. Treffchen, Mann. Du bist verdammt mutig. Danke. Ich habe gehört, dass sich 3 von den Radausern im Wald rumtreiben. Erzähl auf dich, Mann. So, schauen wir, wo die sind, bringen sie um und dann ist gut. 3 Säue töten. Das sind keine Rappelsäue, das sind Radausauer-Säue. Das sind die... Ich vermute mal, das ist die letzte Entwicklungsstufe. Die könnten also nicht ungefährlich sein. Ah ja, hier hinten ist schon eine. Quiek, Grunz, Quiek, Grunz! Ah. Machen wir erstmal die Trampelsau da weg. Nimm das, du blöde Sau. Oh ja, die haben keine Chance. Erstmal die Trampelsäue. Das ist gut, dass ich eingestellt habe. Schwächstes Ziel. Gunther kriegt auf jeden Fall Prügel von denen, aber mal sehen, wie es bei mir jetzt so steht. Geh mal auf mich los. Ja. Nee, die können mir nicht wirklich was. Selbst wenn mein Wicht maximal am Boden ist, der wird die immer noch fertig machen. Wenn er nur 1 Schaden kriegt, also bis die den runter haben. Hau endlich ab, du blödes Schwein. Ah, haben wir Nummer 2. Ja, Grund. Mein Wicht wird euch jetzt umbringen. Ja. Pampu macht das schon. Ja, über Nico, hol das.
Ah, noch ein paar Folgen und dann haben wir alle Nebenquests erfüllt. Ich freue mich schon drauf. Ich habe es aber auch eine Zeit lang schleifen lassen, muss ich sagen. Von daher ist es okay, wenn ich jetzt ein bisschen, wenn ich jetzt ein paar Folgen halt draufgehen dafür. Gehört dazu und ich spiele halt sehr ausführlich, das wisst ihr ja mittlerweile. Oh, ist hier oben noch? Kann ja auch sein, da war der Roboter, nicht wahr? Ach ne, hier haben wir Susi bekommen. Ich mag den Goldhain eigentlich überhaupt nicht. Seit ich mich damals eine Stunde drin verlaufen habe. Ah, gut, damals schon. Na los. Ich find's gut, wenn ich nicht so suchen muss. Krieg, Krieg. Grund. Oh. Machen wir gleich nochmal. Ich schneid euch in Scheiben und leg euch aufs Brot. Tja, ich bin alleine. War doch gar nicht so schwer. Nee, wünsche ihm nicht noch Glück. Aber ja, er hat auf jeden Fall recht, die waren echt übel, die Viecher. Aber wir sind mittlerweile schon so weit, dass es, glaube ich, kein Problem mehr ist. Ja. So, und dann nix wie raus hier. Ah, die hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Spinni. Dann habe ich, glaube ich, fast alles erledigt. Ich habe irgendwie keinen Mut gefunden. Keine Ahnung warum, aber ja. Soll vorkommen. Oh, wirst jetzt auch noch von einer bedrängt. Eine Flammensau? Oh, da weint er. Schau mal, Tröpfchen, nein, Monster. Oh, verflixt, die Fee hat keine Chance, Mann. Komm schon, Olli, mach mir den Biest am Ende. Riech, riech. Kunstbund. Eine Hitzesau. Die Hitze ist auch fertig. Den Rest machen wir so. Na, das war's schon für dich. Oh. Oh, die waren ein bisschen besser. Aber das war's auch schon wieder. Toll, wie er rumsteht und nichts tut. Oh, er macht sich echt gut. Ich will dich sogar hochpushen.
Bist du okay? Gerade eben, Mann. Gerade eben. Das Monster, das war ganz schön heftig. Das war eine Hitzesau, Mann. Die sind auch viel stärker als die anderen Monster. Aber keine Angst, die sind jetzt weg. Was? Ich glaube ja nicht. Danke, Jungs, da war ich wieder sicher. Nimm das hier, okay? Das ist ein Zeichen unserer Dankbarkeit. Ein Spitzhut und 700 Gulden und... 6 Stempel, was mir am liebsten ist. Nur noch mal kurz gucken, was alles noch offen ist von den Monsterjagden. Schweinfurt. 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 Keine Ahnung. Oh. Dann gehe ich halt hier raus. Schweinfurt ist noch einiges zu erlegen. Und dann sind noch einige Monsterjagden zu tun. Gehen nur flugs zum Auftragsexpress. Und dann wird die Folge hier beendet und ja, mal gucken, ob ich jetzt irgendwas Tolles gekriegt habe. Vielleicht mache ich beim nächsten Mal aber auch schon weiter. Ich weiß es noch nicht, wie ich lustig bin. Das Spiel macht mir tatsächlich, auch wenn es echt viel jetzt war, macht tatsächlich trotzdem noch sehr viel Spaß. Die Aufgaben sind zwar klassische Aufgaben, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, voll overkommen, wieder her. Den Pfennigfuchser. Okay, die Gebäude als nächstes. Und dann der Nachschlag. Das will ich jetzt aber wissen, wie stark wirkt sich das aus. Ich schätze mal, so um die 10% wird das sein. Aber auch das wird nicht gerade ohne sein. 10% wäre schon mal nicht schlecht. Wenn du 10 Gegenstände kaufst, dann könntest du reiterischen Elfen kaufen. Ich hatte recht. Das ist ordentlich. Also das wird man sehr stark merken. Vor allem bei teuren Sachen. Magische Verteidigung. Ah, okay, das war das. Ich habe keinen Bock, die herzustellen. Soll ich dich doch nochmal auf Angriff pushen? Ach komm. Ah, ein bisschen. Jetzt gibt's auch noch Schokolade. Du musst dein Limit halt noch ein bisschen erhöhen. Ich glaube nicht, dass es mit solchen Sachen besser geht. Aber ich weiß es auch nicht. Ivorenike. Du sollst auf jeden Fall
Doch, ich gebe der Flinkheit dazu. Ist eh das, was du gerade... Was bringt jetzt eigentlich das Wolken... Wolkenweiches Eich. Wow. Eis. Ich schwärme übrigens immer noch für das Eis, was ich in London gegessen habe. Ich war zweimal in London, habe zweimal das Eis geholt. Boah. Weil die fettigere Milch verwenden oder andere Sahne zumindest. Einfach nur geil. Und ein Stück Schokolade drin. Auch wenn es 2 Euro gekostet hat, aber es ist echt ein geiles Eis. Was kriegst denn du? Oh, Flinkheit ist echt scheiße bei dir. Und Genauigkeit eigentlich auch. Du müsstest eigentlich auch deine Genauigkeit verbessern. Ja. Ah, du triffst halt echt gar nichts. Und von daher muss das halt wirklich mal ein bisschen hochgehen. Na, werde ich wahrscheinlich nicht fertig kriegen. Und danach kriegst du nur noch Sachen für Angriff, damit deine Vertrautheit wieder erhöht wird. Ich muss sagen, dass mein Herzen stört mich so ein bisschen, dass man das machen muss. Jetzt will ich nur noch wissen, ob der Verkäufer das da in... Welcher Verkäufer das da war? Ob das der hier aus dem Schwarzmarkt ist? Der seinen Angestellten misstraut, weil sonst... Wüsste ich hier auch nicht. Die wurden mir alle nicht als Aufgabe angezeigt. Oh ja, tatsächlich ist... Ach komm. Ach, richtig. Das war, der war mit Pepper und du bist der sein Angestellten missbraucht. Missbraucht, ja, misstraut. Es geht doch nichts über ehrliche Arbeit. Außer ein ehrliches, ehrliches Nachmittagsschläfchen. Und ich fühle mich einfach ziemlich... Hey, wach auf, du nicht so Sekretärgewicht. Ich bezahle dich fürs Arbeiten. Mach schon, zack, zack. Tut mir leid, Boss. Was ist denn in letzter Zeit in dich gefahren? Bei der Arbeit schlafen? Was soll das? Wenn dieser Unfug nicht aufhört, kannst du dich auf was gefasst machen. Jawohl, Boss. Ich spucke in die Hände und mache mich an die Arbeit. Ich Hey, wachen Sie auf, Ihr Boss. Wird sich sonst feuern. Hey, du, willst du diese Arbeit behalten oder nicht? Ja, ich liebe meine Arbeit. Es ist nur, wenn ich müde werde, dann kann ich nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich hab's, warum unserem Don Röschen hier fehlt, ist ein bisschen alte Zurückhaltung. Wenn der weiter so wegnickt, sieht er bald schnell bald irgendwo da. Arbeiter, also was sagst du? Yeah! Wir können nicht zulassen, dass er seinen Job verliert. Wir müssen ihm helfen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Junge. Geben wir ihm seine Zurückhaltung wieder, und zwar schnell. Habe ich die nicht? Machen wir noch schnell. Ah, das letzte, was wir haben. Sehr schön. Jetzt brauche ich noch einmal Mut, glaube ich. Moment, wenn das jetzt reicht, könnte ich dann vielleicht sogar... Das nächste gleich holen. Was? Oh, was habe ich getan? Das hier ist ein Arbeitsplatz, kein Hotel. So, so. Sind wir also endlich frisch und ausgeschlafen? Ich hatte schon befürchtet, du würdest mich auf dem Geschäft schnarchen. Jetzt aber endgültig Schluss mit diesem negativen Unfug. Ich werde mich am Riemen reißen, die Ärmel hochkrempeln und an die Arbeit gehen. Das habe ich euch, Gentlemen, zu verdanken. Hier ist nicht viel, aber ich will, dass ihr es bekommt. Nickerchen Stein und 3 Dinger. Reicht leider noch nicht. Gut, haben wir das auch gleich gemacht mit, und ehrlich gesagt, die Peppelpilze können wir das nächste Mal holen. Dann habe ich aber fast alles gehabt. Ich brauche dann bloß noch jemanden, der Mut hat, aber das hat auch noch ein bisschen Zeit. Das mit den Peppelpilzen könnte ich machen, dann könnte ich langsam mal gucken, dass wir weitermachen mit den Quests. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Ni No Kuni für heute. Ich sage jetzt Ciao mit Lichtlein TV. Und die Pilze sollten ja kein Problem sein, und ja.
Also wir haben sehr viele Quests jetzt gemacht. Ich glaube, ich mache noch eine einzige Aufnahme, einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Den Typen, na, es ist mir jetzt nicht so wichtig erstmal. Das kann wirklich noch ein bisschen warten. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.